Hallöchen, Leute, es ist jetzt fast 3 Tage her. Ich hatte ja schon ein Video gemacht, wo ich gefragt habe, wen kopieren, bla bla. Also nur noch mal ganz kurze Erklärung. Das Laufwerk selber läuft. Von dem aus kann ich selber auskopieren. Ich kann vom Pi aus, der hier hinten liegt, der ist jetzt nicht angeschlossen, selber auskopieren hin und her mit den verschiedensten Programmen. Ich konnte aber nicht vom Pi darauf kopieren. Mit keinem Kopierprogramm. Bis heute. Ich habe ein Kopierprogramm gefunden, das das pro Spur und Sektor macht. Nicht über Dateien und hast du nicht gesehen, sondern direkt Spur für Spur und Sektor für Sektor. Einfach so, wie es vom Pi kommt, auf die Diskette drauf. Ich habe das mit SegMagCracken ausprobiert. Ich habe es nicht zum Laufen gekriegt. Einmal Diskettenfehler. Da habe ich das über die Dings, über Geos probiert. Da kam Diskettenfehler. Und einmal mit dem Programm, da kam gar nichts. Da hört er einfach auf. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Image liegt oder wie auch immer. Oder an der Diskette selber. Ich weiß es nicht. Ich hatte das vorgestern einmal hingekriegt, da hatte er die Diskette kopiert gekriegt vom Pi auf das Dings. Ich glaube, mit Geos hatte ich das gemacht. Da lief das und hatte mich für die zweite Diskette aufgefordert. Sollte ich einen Knopf drücken. Aber ich bekam die zweite Diskette, also die eigentliche Game-Disk, nicht kopiert. Das habe ich jetzt zwar gemacht, die Game-Disk kopiert, aber ich kriege die Boot-Disk nicht kopiert. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt aber andere Disketten kopiert. Ich werde das jetzt mal starten. Dazu muss ich den hier anmachen. Jetzt seht ihr das kleine Bild da unten. Ich mache ihn an, ja, er war ja schon an. Entschuldigung. Achso, was ihr hier hört. Und warum da eine Lötzinnrolle steht. Da. Ich habe da einen 24 Volt Lüfter, der mir hier den VDC und WIC-Chip ein bisschen kühlt. Normalerweise müsste ich den hier auf das Netzteil packen, weil das wird nämlich auch ganz schön warm. Das mache ich nochmal an. Ja, das Kettenlaufwerk hat sich bewegt. Ich werde da mal drauf zoomen, dass ihr das mal ein bisschen besser sehen könnt. Ich hoffe, das geht so, weil mein Monitorarm, den ich hier benutze, ich kann den jetzt leider nicht mehr anders bewegen. Der ist mir leider unten gebrochen. Wenn ich den jetzt noch weiter rum, dann bricht er mir komplett ab. Muss mal gucken, ob ich da eine Gewindestange oder irgendwas reinkriege und das irgendwie damit befestigt kriege. Ist halt nur alles dünnes Blech. Leider ist das da gebrochen. Könnt ihr euch ja vielleicht mal kurz ein Bild einblenden, was ich mit dem Handy fotografiert habe. Und jetzt wollen wir mal hier starten. Und zwar habe ich da ein Spiel drauf, das verrate ich jetzt noch nicht. So, das 0,8, interne Laufwerk ist 8. Das läuft auch. Ihr könnt jetzt leider die LED nicht sehen. Aber es lädt davon. Es ging auch relativ schnell. Obwohl das eigentlich ein relativ großes Programm sein müsste. Ihr seht schon, Ghosts and Goblins. Wie man das spielt, ich weiß es nicht. Ich habe es hier mit dem Controller probiert, irgendwie klappte das nicht.
Wenn meine Uhr nicht stören würde, dann wäre das auch ein bisschen einfacher. Naja, so, aber das steht jetzt der Start. Docs. Start. Und ich muss mir echt was einfallen lassen hier wegen der Image-Qualität. Dass ich da den Chroma Luma Gedönse da mal irgendwie in Angriff nehme. Dass ich da wirklich S-Video nehmen kann. Wenn ich S-Video reinstecke, sieht es noch schlimmer aus. Es ist jetzt wirklich Komposit. Hier habe ich einen Controller. Game Options, no, Start Game. Auch eine Tastatur. Da hatte ich mir vorhin wohl die Docs oder Dokumentation dazu angeschaut. Und wie spielt man das jetzt? Na, es soll jetzt nicht darum gehen, dass ich hier Ghost and Goblins spiele. So, ich resette ihn jetzt einfach mal. Bei den Disketten kann man sehen, ist da hier der Schreibschutz-Dings draußen. Da es ja Wendedisketten sind, habe ich da den auch mal rausgeschnitten. Ich hoffe, das funktioniert. Weil ja noch eine Sache an den Disketten ist, und zwar hier das hart sektorierte Loch. Das ist ja hart sektoriert, Sektor 0 würde hier kommen. Wenn ich jetzt hier mal die Diskette drehe, da ist ja ein Loch, da geht hier der Sensor, guckt da durch, das heißt dann, da ist Sektor 0. So, es ist ja hart sektoriert, aber ich glaube, das ist bei C64 nicht der Fall. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht kann man sehen, was ich da habe. Ich hoffe, das haut hin. Strip Poker, jo. Dazu brauche ich jetzt noch zwei Disketten. Drei Seiten und die vierte Diskette, beziehungsweise die Diskette, die andere Seite, da ist noch was anderes drauf. Für den C128. Ich zeige euch nachher gleich noch das Programm, womit ich das endlich hingekriegt habe. Das habe ich aus Zufall irgendwo gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Ich habe so viele Seiten noch durchforstet und gemacht und getan. Ich habe mir sogar noch das Handbuch halbwegs durchgelesen zu dem C128. Der lädt immer noch. Das hat ein Befehl Backup drin. Sollte jetzt nicht auf Dings gehen, ne? Nee. Hat den Befehl Backup drin. Damit könnte man theoretisch zwischen Disketten kopieren. Allerdings nur mit einem, wie habe ich das gelesen, Doppellaufwerk, also ein Laufwerk mit zwei Disketten drin. Press Fire Button to for Options. Es ist eigentlich, ist es nicht schön, mitten im Betrieb hier die Controller zu wechseln, aber die sind ja nicht, sind ja nur zwischen Masse und Verbindung. Ist ja keine aktive Schaltung drin. Ich glaube nicht, dass ich da 5 Volt drauf habe. Also das lädt. Susi, Data Disk, Melissa,
Mama Susi. Wie gesagt, das funktioniert jetzt. Jetzt kann ich kopieren. Zeig mir Cracken habe ich nicht hinbekommen. Ich werde das nochmal mit Maniac Mansion probieren. Aber ich habe erstmal das genommen, was nach meiner Auffassung funktionieren müsste. Ich meine, das habe ich auch mal gespielt gehabt. Ja gut, ich will das jetzt nicht spielen. Wir ziehen die Dame jetzt nicht aus. Dann brauche ich die andere Diskette ja gar nicht. Dann brauche ich die hier. Und zwar die von der hier. Die Rückseite. Okay. Sind eigentlich nicht zum Umdrehen gedacht. Ah ja gut. Jetzt müsste ich das hier drauf laden können. Und dann C128. Solitär. Mal gucken, ob das Solitär achten. Warte mal, ich mach das mal anders. Dann mach da. Ist ja egal, wo ich reintippe. Dann müsste er es ja theoretisch automatisch finden, was er laden soll. Und er lädt es fleißig von Diskette. Bank 15. Els Graphics New 80 Only. Ist denn da was? Nö. So, der ist gar nicht. Da habe ich gar kein Bild. Kriege ich da jetzt noch ein Bild rein? Jetzt muss ich hier erstmal fummeln. Bleibt das so? Also zu meiner Schande habe ich es nicht ausprobiert. Versuche ich das mal. Versuch das mal einfach. 0,8. Wie immer. Nee, 8, 1. Vielleicht brauchen wir das ja so. Ja, das Video wird wieder ein bisschen länger. Aber das ist ja egal. Ich habe ein Programm gefunden, womit ich kopieren kann. Endlich! Es war mir einfach nicht möglich. Aha. Da ist aber noch irgendwas am Rand. Was ist das denn? Es ist recht hell. Das funktioniert nicht. Mal den Joystick umbauen. Es kann natürlich sein, dass das jetzt in bunt ist, aber der Komposit vielleicht nur in schwarz-weiß. Ich denke mal, das ist in bunt. Irgendwas hat er hier noch. Ich glaube mal, der VDC hat wirklich einen weg. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das funktioniert auch. So.
Ja, ich muss mir unbedingt mal hier den Hebel da mal. Moment. Wo sind wir denn? Da. Ich muss mir hier unbedingt mal den Hebel für. Der ist nämlich nicht da. Mal ausdrucken. Dann habe ich schon Dateien liegen, womit das geht. CPM zum Beispiel hätte ich noch. Das habe ich mit CPM direkt selber kopiert. Da muss ich hier einmal umschalten. Dahin. Und einmal ein Reset machen. Und das geht auch recht schnell mit CPM. Ich gehe mal hier mit dem Dings hoch, dass man dann auch sieht, wie schnell der das da unten macht. Und schon ist es geladen. Das braucht echt nicht lange. Das ist Geos. Da kann ich ja einmal kurz reinlegen. Das funktioniert. Ich habe hier leider keine Umschaltung auf 80 Zeichen. Da müsste ich noch einen Schalter haben, um den in 80 Zeichen Modus zu starten. Und wenn ich die Geos-Diskette einlege, kann er die so lesen? No File, nee, kann er so nicht lesen. Problem war bei CPM. Da wollte ich noch was zeigen. Mache ich noch mal so. Wenn ich hier Format eingebe. Dann kann ich auswählen. Double Side, Single Side, C64 Single Side, IBM Single oder Double. Was die anderen sind, weiß ich nicht. Und mit der Tastatur kann ich, wie ich will, nichts auswählen. Dazu musste ich mir was bauen, dass ich. Man kann es bestimmt gleich hören. Ne, wahrscheinlich kann man es nicht hören. Aber ich kann jetzt hier auch Different Drive auswählen. Zum Beispiel B, C, D. Aber ich will ja auf A bleiben. Und dazu musste ich mir was basteln. Und zwar eine Tastatur. Und ich zeige es euch mal so. Das ist meine Tastatur. Ich halte es mal so, dass ihr das seht. Runter, runter, links, oben, rechts. Und das ist eine Escape-Taste. Die habe ich mir jetzt selber gelötet. Wo sind wir denn hier? Bild. Da habe ich mir selber zusammengelötet und angebraten. Das hat einige Stunden gedauert, bis ich das hingekriegt habe. Ich habe es erst probiert mit so einem älteren Controller hier. Nein, das ist kein PlayStation-Controller. Das ist irgendwie so ein Spielzeug irgendwas Controller gewesen. Damit hat es nicht hingehauen. Ja, erst so konnte ich dann hier Disketten formatieren. Direkt, wie ich es brauche. Double Side oder Single Side oder IBM oder wie auch immer. So, das funktioniert schon mal. Das Diskettenlaufwerk an sich selber funktioniert jetzt auch nur mit diesen Disketten. Ob diese Disketten jetzt in einem 1541 Laufwerk funktionieren würden, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen, weil das Ding ist nicht justiert. Im Moment schreibt er so, wie er die Tracks hat und so weiter, unjustiert da drauf und die Disketten funktionieren nur da drinnen. So, damit wäre jetzt auch das Video erstmal bis hierhin beendet. Kein Moment mal, ich habe ja noch was vergessen. Ich habe mir eigentlich schon die Verabschiedung, habe ich schon aufgesprochen, habe ich schon fertig gemacht. Wie der Schnitt jetzt ist, weiß ich nicht. Die packe ich jetzt ans Ende. Ich wollte euch ja noch das Programm zeigen, womit ich eigentlich kopiert habe. Dazu habe ich jetzt schon gerade mal den Raspi gestartet.
Das habe ich unter Kopi 2 und nennt sich Beta Kopi Version 1.1. So. Ich nehme mal diese Diskette hier, die CPM nehme ich mal raus. Meine CPM-Diskette, die nehme ich raus. Die hängt immer. Das macht aber nichts. Strip Poker und so weiter, das brauche ich jetzt alles nicht. Das war nur so zum Testen. So, das habe ich jetzt geladen. Den nehmen wir dahin. Komma 9. Jetzt lädt er das Programm. Ich wollte euch ja mal zeigen, wie er das überhaupt macht. Also das ist wirklich richtig gutes Programm. Ich packe euch mal darüber, weil wir die Ecke nämlich gleich brauchen. Ach, jetzt fängt wieder die Tastatur an, ne? Ja. Irgendwo habe ich da noch einen Kabelbruch drin. Einen habe ich schon Dings repariert. So heißt das Programm, Beta Kopi Version 1.1, Idee und Programm vom M Widerstein, wie auch immer, von 92. Wenn ich das nochmal finden sollte, kann ich es euch nochmal unten verlinken. Wenn ich es nicht verlinke, habe ich es nicht weiter gefunden. Ansonsten, wer es haben möchte, das Image habe ich ja, dann schreibt mich an, dann versuche ich euch das irgendwie zu geben. Wir wollen jetzt eine Diskette kopieren und zwar vom Pi zur Diskette hier unten. Das ist dann Quelle 9 und Ziel 8 bei mir. Weil interne Laufwerk ist 8, Pi ist 9. Jetzt müssen wir auf den Pi. Jetzt gehe ich mal. Kann ich hier wieder rausgehen. Und machen wir mal nochmal Zeckmeckrenken. Ich versuche das nochmal. Oder so wollen wir mal. Wir können ja mal Maniac Mansion nehmen. Seite 1 und Seite 2. Nehmen wir mal Maniac Mansion. Ob das läuft. So, das ist jetzt geladen. Dahin. Diskette kopieren. Quelldiskette einlegen. Ja, ist nicht schreibgeschützt. Ignoriere das. So, und jetzt macht der Lesedaten. Es dauert ein Weilchen. Ob ich die Zeit überbrückt kriege, weiß ich nicht. Läuft unter C64 das Programm, nicht unter dem C128. Für den C128 muss ich mal gucken, was ich da finde. Aber es geht erstmal hauptsächlich um den C64. Die meisten Disketten sind sowieso alles einseitig, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Ich glaube, nur die CPM-Disketten und ganz wenige andere sind doppelseitig für den C128. Ansonsten sind sie alle einseitig. Soweit ich das jetzt gelesen habe. Er liest jetzt hier die Spuren von Pi. Und jetzt auf die Diskette. Und er macht das wirklich Spur für Spur und Sektor für Sektor. Das ist in dem Sinne eine wirkliche 1:1 Kopie. Und genau so ein Programm habe ich ja eigentlich gesucht. In dem Sinne. Jetzt mit doppelseitigen Disketten weiß ich nicht, wie das funktioniert. Der Pi kann das sowieso nicht. Der kann nur der 1541. Und solange ich kein zweites 1571 habe, kann ich sowieso keine doppelseitigen Disketten kopieren. Sagen wir es mal so. Das dauert jetzt nur ein Weilchen, ja. Müsst mich jetzt sappeln hören. Tut mir leid, ist halt so. Aber dann müsste ja gleich fertig sein. 35, ne? Ja. 33, 34, 35. Kopiervorgang beendet. Return.
Das geht relativ schnell, muss ich schon sagen. So, Diskette kopieren. Jetzt geht das wieder nicht. Quelldiskette einlegen. Da muss ich jetzt einmal umschalten. Und zwar Maniac Mansion Seite 2. Gehen wir wieder dahin. Ich drehe die Diskette mal um. Dann habe ich das auf einer drauf. Und Return. Ja, ignoriere das. So, dieses Klack, Klack, Klack da, das ist vom Pi, ist klar. Also, so habe ich das eigentlich haben wollen, dass ich das endlich mal kopiert kriege. Und das ist wirklich Spur und Sektor identisch. Und dann steht dann ja noch, seht ihr ja noch, unter Gerät ändern, einmal RAM XP. Punkt 1764-50 off. Kann eigentlich mit einer ROI, so nennt sich das Ding, noch arbeiten. Eine RAM-Expansion heißt das. 500, das wären 512 Kilobyte extra, so viel ich rausgekriegt habe. Ich habe schon mal geguckt, ob ich eine Schematik darüber finde. Also selbst bauen ist nicht. Da ist ein MOS-Chip drauf. Ähnlich wie beim Amiga, der Agnos. So wie ich das gesehen habe. Soweit ich das sehen konnte, was ich finden konnte darüber. Also eine Schematik selber habe ich nicht direkt gefunden. Ich habe nur ein Bild von der Platine gefunden. Also selbst bauen ist da wohl nicht. Und die sind wohl auch recht selten, diese RAM-Expansionsgeschichten. Naja gut, dann eben so. Weil der C64 hat ja nur 64 Kilobyte. Davon werden höchstwahrscheinlich 10 Kilobyte oder 5 Kilobyte hier von dem Programm belegt. Und das, was er kopieren muss, haut er in den RAM rein und dann auf die Diskette. Man kann jetzt auch eigentlich von Diskette zu Diskette mit einem Laufwerk arbeiten, geht auch. Kann man hier machen. Quelle 8, Quelle und Ziel 8 und wie man das möchte. So, aber ich mache jetzt beenden. Dann macht er automatisch ein Reset. Ich drehe die Diskette nochmal um. Und da müsste jetzt ein Maniac Mansion drauf sein. Maniac Mansion. Wo bin ich jetzt? Wenn ich das denkt, das liegt vom Pi. Das mache ich einmal aus. Dahin. Schiebt euch mal wieder rüber. Es ging nur um die Spuren und Sektoren unten. Man sollte auch die richtigen Tasten drücken. Auch mal 0,8,1. Natürlich ist jetzt das Laufwerk so langsam wie ein 1541. Hat jetzt keinen Vorteil unter dem C64. Das 1571, das hat nur den Vorteil, dass es auch mit CPM DOS-Disketten lesen kann. Ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt geht. Naja, zumindest am C64 wollte es ja vom Pi starten, aber der C64 bei mir hat ja das Problem, dass wenn er kalt ist, läuft, wenn er warm ist, läuft es nicht mehr. So, Diskette läuft noch. Man kann auch noch die Aktivität sehen hier unten. Das ist nicht vom Pi selber, das ist nur die Datenleitung, wie das Laufwerk das hinten drauf gibt. Das ist, glaube ich, ATN und was weiß ich, ist damit durchverbunden. Da ist jetzt nichts zu sehen. Noch läuft das Laufwerk. Kann man das irgendwie mal zeigen?
irgendwie zeigen, dass das läuft. Ein Spiegel zum Beispiel. Da ist die LED. Ein größerer Spiegel wäre besser, wa? Da. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich nehme mal das Licht ein bisschen beiseite. Leuchtet noch, es blinkt nicht. Es klackt noch. Ist er nach hinten gefahren und es passiert nichts. Oh. Da war was zu sehen. Irgendwie hat es geblitzt. Laufwerk leuchtet auch nicht mehr. Da passiert auch nichts. Ich könnte jetzt höchstens, weil er das mit dem Reset nicht gemacht hat, noch mal ein Reset machen. Ja, wenn ich ihn jetzt ausschalte und wieder einschalte. Ah gut, macht er noch. Achso. Da hat er ab und zu mal das Problem, dass er ein schwarzes Bild hat. Dann hängt er sich irgendwo auf der WIC-Chip. Ja, er lädt noch. Ich beschleunige das mal einmal schnell. So, bin jetzt wieder da. Jetzt haben wir wieder dieses eine Bild, was ich sonst auch immer gekriegt habe. Kann jetzt am PC liegen hier, an dem C128. Laufwerk leuchtet noch. Ich versuche es euch nochmal zu zeigen. Aber er macht nichts weiter. Ich habe ihn nochmal abgewartet. Ja, guck mal her. Das hier irgendwie hinkriegen. Da, das leuchtet da noch. Aber macht nichts weiter. So, ich gehe mal von aus, dass das hier noch an dem ganzen Krimskrams liegt, was hier in der C128 noch hat. Andere Spiele funktionieren, Disketten kopieren funktioniert. Das war mir das Wichtigste. Das funktioniert jetzt wieder. Gut. Dann kommt jetzt die Verabschiedung. Jetzt bin ich nochmal da. Die Verabschiedung kommt gleich nochmal. Ich habe was gemerkt. Und zwar, ich habe jetzt hier den Lüfter. Oder den Lüfter. Nee, das war verkehrt. Ja, noch zwei Kinder auswählen. Da hinten bei den Kühlkörpern, weil der 12 Volt hier, der 12 Volt Regler, der war kochend heiß. Das habe ich nämlich auch schon mitgekriegt, dass der mit der 12 Volt, wenn er die nicht hat, nämlich auch nicht mehr laufen will. Jetzt will er zwei Kinder, ja, das Bild ist echt, weiß ich nicht. Bling, bling, Start. Der hat nämlich jetzt ein bisschen mehr gemacht als vorhin gerade, wo ich das gerade beendet habe. Da habe ich gedacht, kühl mal die Kühlkörper. Vielleicht geht es ja deswegen nicht. Vor genau 20 Jahren. Ja. Ja, Pause, ja. Ich glaube, ich brauche den Knopf noch mal auf der anderen Seite, um den Dings hier. Nee, auch nicht.
Überspringen wir mal das Intro da. Mein Gott, wie war denn das? Also. Pause zum Weiterspielen, Leertaste. Ich könnte jetzt natürlich auch mit Zack McCracken zusammenhängen. Das nach, dass er deswegen nicht wollte. Seite 2 einlegen. Ich lege die Seite 2 ein. Er tut was. Die Laufwerkslampe blinkt. Der Pi ist nicht angeschlossen. Da kann ich euch noch mal zeigen. Ich habe da jetzt gerade eine Powerbank am Laden. Der Pi ist aus. Da, der ist aus. Da ist kein Power drinne. Das könnte gefährlich werden. Ja, gib mir das Handy. Geh weiter. Also so langsam habe ich dich nicht in Erinnerung. Aber es funktioniert. Gab's hier eine ich weiß es jetzt nicht, ob es da eine kurz blabla für gibt. Gut, aber anscheinend waren das doch die Spannungsregler, weil die waren nämlich extrem heiß gewesen. Ich muss mir noch mal angucken wegen der Spannung. Irgendwas kann da nicht richtig sein, dass die so heiß werden, vor allen Dingen die 12 Volt Reel, dass die so dermaßen heiß wird. Muss ich nochmal gucken, wo der 12 Volt herkommt. Wahrscheinlich vom Laufwerk, dass da irgendwas ist. Oder der Regler hat einen weg. Oder die Elkos haben einen weg. Ich weiß es nicht. Irgendwo muss er ja ordentlich Strom ziehen, dass der so heiß wird und in Anführungsstrichen überhitzt. Gut, aber jetzt nun wirklich, jetzt ist das zu Ende. Und was als nächstes noch kommt, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht kommt mir ja noch irgendwas in den Sinn. Ich sage schon mal danke fürs Zugucken. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.